Ja, wir wollen uns heute anschauen, die Stabilität, das heißt die Konsistenz und Konvergenz von Mehrschrittverfahren. Und wenn Sie zum Beispiel mal in mein Skript zur numerischen Analysis schauen, dann werden Sie sehen, das ist normalerweise ein sehr technischer und sehr großer Apparat, den man da aufbaut. Und das muss man eben auch tatsächlich tun, um es wirklich mathematisch exakt zu machen. Wir werden hier darauf verzichten, einen zentralen Satz zu beweisen. Den werde ich motivieren, den werde ich aber wirklich nicht exakt herleiten. Und wenn Sie genau wissen wollen, wie es geht, dann schauen Sie in mein Skript rein. Aber ich sage Ihnen auch gleich, das ist wirklich ein extrem technisches Ding. Und die wesentliche Idee, die werden wir tatsächlich hier heute in der Vorlesung behandeln. Okay, es geht also um Stabilität von Mehrschrittverfahren für Anfangswertprobleme. Und ich möchte am Anfang nochmal alle diese Begriffe sammeln, die wir bis jetzt gehabt haben. Zunächst mal haben wir ein Anfangswertproblem der Form y' von t gleich f von t und y von t mit y von a gleich y0. Ja, y0 schreiben wir das immer. Ich habe jetzt hier y von 0, schreiben wir dann y0. Auf dem Intervall AB. Und natürlich suchen wir eine Funktion y vom Intervall AB nach C und wir nehmen wie üblich an, dass alle möglichen Voraussetzungen erfüllt sind und dass insbesondere natürlich dann auch eine Lösung unserer Anfangswertaufgabe auf dem ganzen Intervall AB existiert. Dann, wie sind wir immer vorgegangen bei der Diskretisierung? Wir haben uns Gitter definiert und für die Mehrschrittverfahren betrachten wir ausschließlich äquidistante Gitter IH mit H gleich B minus A durch Groß N. Und naja, das heißt also, wir haben Gitterpunkte T0 gleich A bis T groß N gleich B. Und an diesen Gitterpunkten wollen wir Approximationen für die Lösung Y quer unserer Anfangswertaufgabe bestimmen. Okay, ich habe es immer Y quer genannt, dann möchte ich das hier auch nochmal tun. So, das heißt also, wir berechnen Approximationen YK, ja, und das waren Auswertungen von der Gitterfunktion YH an der Stelle TK, wobei YH eine Gitterfunktion ist, also eine Abbildung vom Gitter, naja, eigentlich in die reellen Zahlen haben wir immer gesagt. Aus einem bestimmten Grund möchte ich das heute auf die komplexen Zahlen erweitern und Sie werden nachher sehen, warum ich das hier tun muss. Okay, das heißt also, wir bekommen das YK ist eine Näherung für die Lösung, für die Auswertung der Lösung Y quer an der Stelle TK. Und uns interessiert natürlich, wann geht der Fehler, also der Unterschied zwischen diesen beiden gegen 0. Da unten steht plötzlich ein 2HFK plus 1. Da muss man mal gucken, wo das gleich herkommt. Ja, uns interessiert, wann geht der Fehler gegen 0. Ja, das heißt also, wenn H gegen 0 geht, wenn wir unser Gitter immer feiner machen und dann entsprechende Approximationen bekommen, geht der Unterschied zwischen der Approximation und der eigentlichen Lösung gegen 0. Und dazu haben wir betrachtet den globalen Diskretisierungsfehler. EH und naja, das ist erst zunächst mal ist das einfach der Unterschied zwischen der exakten Lösung und dann nehme ich wieder das Y quer auf dem Gitter IH und der Approximation auf dem Gitter, die wir haben. Und ja, also irgendwie ist das hier. Und der als globalen Diskretisierungsfehler haben wir dann betrachtet die Unendlich-Norm dieses Unterschieds. Ja? Also praktisch die maximale Differenz zwischen der Approximation und der echten Lösung. Wir haben ein Verfahren konvergent genannt, wenn dieser Unterschied, wenn diese Differenz, dieser globale Diskretisierungsfehler gegen 0 geht, für immer feiner werdende Gitter, also für H gegen 0 und haben das Ganze auch noch immer betrachtet von der Ordnung P. Okay, dann, was war die Konsistenz? Das war der letzte Begriff, den wir noch hatten. Das ist praktisch der lokal entstehende Fehler. Das hier ist ein globaler Fehler, ja, wo ich wirklich dann auf den kompletten Unterschied schaue zwischen
der Approximation und der Lösung. Und Konsistenz ist sowas wie das, was lokal entsteht, dadurch, dass ich an einer Stelle die Differentialrechnung und die Differentialgleichung durch so eine Approximation der Differentialgleichung ersetze. Und das haben wir immer gemacht, indem wir die echte Lösung eingesetzt haben in diese approximierte, in diese diskrete Vorschrift. Und den Unterschied dazwischen, den haben wir den Konsistenzfehler oder lokalen Diskretisierungsfehler. Okay, jetzt konkret für die Mehrschrittverfahren. Ein Mehrschrittverfahren berechnet praktisch das yk plus m aus den Werten yk bis yk plus m minus 1. Und zwar für lineare Verfahren in der folgenden Form. Die Summe j gleich 0 bis m, Alpha j, yk plus j ist gleich h mal Summe j gleich 0 bis m, Beta j, f von tk plus j, yk plus j. Und diese Werte hier vorne auf der rechten Seite, die haben wir immer mit fk plus j, die haben wir immer fk plus j genannt. Und jetzt weiß ich auch, wo die 2h fk plus 1 da oben herkamen. Die kamen von hier vorne und irgendwie sind die 2h da vorne verloren gegangen. Also schreibe ich die hier auch einfach mal dazu. Okay, das heißt also so ein typisches Verfahren, wie sieht das aus? Also zum Beispiel könnte das die Form haben, und das ist hier, glaube ich, die Trapezregel, habe ich das genannt, yk plus 2 minus yk ist 2h mal fk plus 1. Hier wäre also das Beta 1 gleich 2, Alpha 0 gleich minus 1, Alpha 2 gleich 1. Und ja, also das hier wäre so ein typisches Mehrschrittverfahren. Und Sie sehen natürlich, das kann ich auflösen nach yk plus 2 und kann dann das yk plus 2 aus dem yk und fk plus 1, also yk und yk plus 1 berechnen. Okay, zwei Sachen haben wir immer dabei gefordert, nämlich das eine ist, dass Alpha m soll ungleich 0 sein. Das ist natürlich wichtig, ja, also wenn hier vorne der Koeffizient von dem yk plus 2, wenn das 0 wäre, dann könnte ich diese Gleichung hier nicht nach yk plus 2 auflösen. Das heißt also, es soll immer Alpha m ungleich 0 sein und später werden wir sogar stillschweigend voraussetzen, Alpha m gleich 1. Ja, wir können diese ganze Gleichung, so wie sie da steht, immer noch mit einem Faktor multiplizieren und da können wir auch gleich immer fordern, dass Alpha m gleich 1 ist. Okay, außerdem bei den Verfahren, die wir betrachten, werden wir fordern, dass Beta m gleich 0 ist. Das heißt, das yk plus m taucht nicht nochmal auf der rechten Seite auf. Das heißt, wir haben hier ein explizites Verfahren, andernfalls wäre das Verfahren implizit. Okay, das heißt also, ein Mehrschrittverfahren ist auflösbar nach yk plus m. Und das heißt also, wir brauchen yk bis yk plus m minus 1, um das yk plus m auszurechnen. Und naja, das heißt, der erste Wert, den ich ausrechnen kann, ist tatsächlich das ym. Ja, da setze ich also dann k gleich 0. Das heißt, ich brauche zunächst mal so Anlaufwerte y0 bis ym minus 1, um überhaupt erstmal das ym hinschreiben zu können. Da haben wir jetzt also ein bisschen andere Situation als bei den Einschrittverfahren. Da war beim ersten Mal, konnten wir direkt das y1 ausrechnen. Und dazu brauchten wir nur das y0 und das ist gegeben aus der Anfangswertaufgabe. Bei den Mehrschrittverfahren müssen wir uns erst so ein paar Anlaufwerte beschaffen, nämlich die Werte von y0 bis ym-1. Und das werden wir im Normalfall tun, indem wir ein Einschrittverfahren anwenden. Und dann können wir erst loslegen und können wirklich unser ym mit Hilfe unserer Gleichung, die wir hier oben stehen haben, ausrechnen. Die Konsequenz ist unter anderem, dass jetzt natürlich beim Einschrittverfahren, da war das y0 war exakt. Hier ist es jetzt so, wir brauchen diese Anlaufwerte y0 bis ym-1 und die haben schon von Anfang an natürlich einen Fehler. Ja, y1 bis ym-1 sind erzeugt worden durch ein Einschrittverfahren. Das heißt, was praktisch sowas ist wie die Anfangswerte für unser Mehrschrittverfahren, da sind jetzt bereits Fehler drin und wir müssen uns insbesondere damit beschäftigen, wie wir mit diesen Fehlern umgehen. Okay, dann haben wir darüber hinaus natürlich noch den Konsistenzfehler, der also durch Diskretisierung unserer Differentialgleichung in jedem einzelnen Schritt entsteht. Und ich habe das hier nochmal aufgeschrieben. Das ist genau das, was wir beim letzten Mal schon hatten. Ich setze einfach eine echte Lösung y von t in diese Diskretisierung hier vorne ein, teile nochmal durch h und dann ist der lokale Diskonsistenzfehler, der Konsistenzfehler oder lokaler Diskretisierungsfehler definiert als 1 durch h mal diese Summe j gleich 0 bis m, Alpha j, y von t plus j mal h, minus Summe j gleich 0 bis m, Beta j, y Strich von t plus j mal h.
Und wir haben beim letzten Mal auch schon gesehen, es ist jetzt viel einfacher als bei den Einschrittverfahren, hier tatsächlich die Konsistenz auch hoher Ordnung zu zeigen. Ja? Also das haben sie insbesondere alles auf dem Übungsblatt gemacht. Also das heißt, das ist eigentlich dieser Konsistenzfehler ist eigentlich viel angenehmer als der bei den Einschrittverfahren. Okay, was bedeutet jetzt Stabilität? Naja, also wir nehmen ja an, dass diese Konsistenzfehler klein sind. Ja, dass wir also in jedem Schritt unseres Verfahrens eigentlich einen kleinen Fehler machen. Und die Frage ist, wie wirkt sich dieser kleine Fehler, den wir in jedem Schritt machen, auf das Gesamtergebnis aus? Das haben wir untersucht bei den Einschrittverfahren mit Hilfe des Lemmas von Gronwall und konnten dadurch zeigen, ja, der Gesamtfehler bleibt am Ende beschränkt durch eine Konstante mal die Einzelfehler. Und ja, wenn dann die Einzelfehler gegen 0 gehen, dann geht insbesondere auch der globale Fehler gegen 0. Im Grunde wollen wir auch genau dasselbe auch hier für die Mehrschrittverfahren machen, nur steht uns das Lemma von Gronwall nicht direkt zur Verfügung. Und wir werden uns auf eine ganz spezielle Differentialgleichung beschränken. Also wir werden nicht eine allgemeine Differentialgleichung untersuchen, sondern wir werden eine ganz spezielle untersuchen. Und wir werden auch nur untersuchen, wie sich die Fehler in diesen Anlaufwerten y0 bis ym-1, y0 nehmen wir eigentlich einfach jetzt mal mit dazu, obwohl wir das y0 natürlich eigentlich ganz genau kennen, wie sich diese Fehler in den Anfangswerten in diesen Anlaufwerten auswirken auf den Gesamtfehler, also auf den globalen Diskretisierungsfehler. Okay, ach, hier passiert jetzt gerade alles Mögliche. Insbesondere geht mein Bildschirm jetzt aus. Mal gucken. Ja, mal gucken. Also es hat jetzt ein paar Mal geklingelt. Wenn wir Glück haben, hört es jetzt auf zu klingeln. Na, noch nicht. Okay. Gut, das ist also unser Plan. Ja, wir wollen uns auf eine ganz spezielle Differentialgleichung einstellen und nur diese untersuchen. Und jetzt muss ich doch mal langsam gucken, wie ich das hier dazu bringe, nicht mehr zu klingeln. Sieht gut aus. Diese Differentialgleichung ist extrem einfach. Das ist die einfachste Differentialgleichung, die Sie sich vorstellen können, nämlich: Wir untersuchen die Differentialgleichung y' von t gleich 0 und y von a gleich 0. Offensichtlich ist die eindeutige Lösung dieser Differentialgleichung die konstante Funktion 0. Okay, und was man zeigt, was wir hier jetzt nicht zeigen wollen, was ich zum Beispiel in dem Skript zur numerischen Analysis mit sehr großem Aufwand zeige, ist, es reicht tatsächlich aus, die Stabilität dieser Differentialgleichung und die Stabilität der Lösung gegenüber Fehlern in den Anlaufwerten zu untersuchen. Das heißt also, alles, was wir tun müssen, ist, wir müssen die diskreten Verfahren, wir müssen das Mehrschrittverfahren untersuchen für diese Differentialgleichung und wir müssen gucken, gehen die globalen Diskretisierungsfehler dabei gegen 0. Naja, und da aber die eindeutige Lösung hier y quer gleich 0 ist, brauchen wir nur zu untersuchen, gehen tatsächlich diese Approximationen alle in der unendlichen Norm gegen 0. Okay. Das heißt, das ist jetzt das, was wir tun. Wir wollen nur diese konkrete Differentialgleichung untersuchen und wir wollen überprüfen, was sind die Auswirkungen der Fehler in den Anlaufwerten. Okay, gut. Das heißt also, wir machen Folgendes. Wir betrachten eine Folge von Gittern IH. Die Fehler der Anlaufwerte für jede Approximation, also für so eine Approximation yh, und die Anlaufwerte sind die Werte von j gleich 0, sind die Werte yhj für j gleich 0 bis m minus 1. Wir nehmen an, dass diese Fehler der Anlaufwerte gegen 0 gehen. Und die Frage ist, geht auch der globale Diskretisierungsfehler gegen 0? Ja, also das ist eine ganz typische Fragestellung. Wir fragen uns, was ist die Auswirkung dieser Fehler in den Anlaufwerten für diese ganz konkrete Differentialgleichung. Okay, dabei machen wir zunächst mal so ein paar Bemerkungen noch.
Und erstmal, wie sieht dann unser Mehrschrittverfahren aus? Naja, also das f ist ja 0 jetzt. Ja? Das heißt also, alle fk, die da oben vorkamen beim Mehrschrittverfahren, die fallen jetzt alle raus, sehr angenehm. Das heißt also, unser Verfahren ist jetzt von der Form Summe j gleich 0 bis m, Alpha j, yk plus j ist gleich 0. Das heißt also, erstmal ist das Ganze, was hier steht, komplett unabhängig von h. Ja? Ich muss natürlich sagen, die Bedeutung dieser YKs ist eine andere. Ja? Also das YK ist ja eine Näherung für Y quer von TK. Das heißt also eine Näherung für Y quer von A plus K mal H. Das heißt also, in der Bedeutung von diesen YKs hier vorne steckt noch sowas drin. Ja? Also da steckt das H noch mit drin. Aber die Berechnung der YKs selbst, die ist jetzt jedes Mal genau dieselbe. Ja. Und natürlich, wenn wir voraussetzen, dass Alpha M ist gleich 1, das habe ich hier mal stillschweigend gemacht, dann können wir das hier natürlich jeweils auflösen nach YK plus M und erhalten YK plus M gleich, ach, ich habe es doch nicht gemacht, hier steht ein 1 durch Alpha M, aber wir wollen ab jetzt voraussetzen, Alpha M gleich 1, ist gleich der Summe J gleich 0 bis M minus 1 YK plus J. Okay, das heißt also insbesondere, wenn ich diese Y0 bis YM minus 1 mal ausgerechnet habe, dann ist natürlich das YM bestimmt, dann kann ich auch YM plus 1 ausrechnen und so weiter. Das heißt also, diese gesamte Folge der YKs, die ja jetzt unabhängig ist von H, F gibt es sowieso nicht mehr, die ist automatisch festgelegt durch die Anlaufwerte. Das heißt also, unabhängig von dem Gitter, das ich betrachte, diese Folge der YKs, die da steht, ist immer dieselbe. Okay. Gut, um das so ein bisschen zu motivieren, schauen wir uns die bekannteste Differenzengleichung an. Man nennt diese Gleichungen, so wie sie da stehen, nennt man auch Differenzengleichungen. Die bekannteste Differenzengleichung schreibe ich Ihnen jetzt mal hin, die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und zwar ist das natürlich die Fibonacci-Folge. Bei der Fibonacci-Folge gilt YK plus 2 gleich YK plus YK plus 1. Und zusammen mit der Normierung, dass Alpha M gleich 1 sein soll, und wenn ich das in diese Form hier vorne bringe, steht hier nichts anderes als minus YK plus 1 plus YK plus 2 gleich 0. Und hier ist eben tatsächlich auch Alpha 2 gleich 1. Ja? Und Alpha 0 gleich minus 1, Alpha 1 gleich minus 1. Okay, wie ist das bei der Fibonacci-Folge? Wenn ich die ersten beiden die ersten beiden Folgeglieder festlege, dann ist natürlich die gesamte Folge bereits festgelegt. Ja, also wenn ich Ihnen sage, wie die ersten beiden Glieder sind bei der Fibonacci-Folge, dann können Sie den zweiten sofort ausrechnen, dann können Sie den dritten ausrechnen und so weiter. Das heißt dann, die gesamte Folge ist festgelegt durch die ersten beiden Werte. Okay, wir werden spezielle Lösungen oder spezielle Folgen betrachten. Und zwar sei mal hier y oben 0, die Folge mit dem Anfangswert 1, 0, also wo ich anfange mit 1, 0 und wenn das hier der erste, zweite, dann ist der dritte Wert wieder gleich der Summe der beiden hier, also gleich 1 und dann geht es wieder weiter mit 1 und so weiter. Das heißt, ich kann dann natürlich alle ausrechnen und sei y1 die Folge mit den Anfangswerten 0 und 1 und dann eben immer so weiter. Da kann ich natürlich sofort sagen, wie eine allgemeine Lösung dieser Fibonacci-Folge aussieht. Denn, naja, das Ganze hier oben ist homogen. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendeine Linearkombination von y0 und y1 nehme und diese Folge hier vorne einsetze, dann erfüllt die immer noch die Gleichung, dass yk minus yk plus 1 plus yk plus 2 gleich 0. Das heißt also, ich kann insbesondere mir mal anschauen, die Folge YH gleich. Naja, und nehmen wir mal an, wir haben jetzt die Approximation mit falschen Anfangswerten YH0 und YH1 bekommen. Wie kann ich dann diese gesamte Folge schon ausrechnen? Naja, also Sie sehen YH0 mal dieses Y0 plus YH1 mal Y1 liefert mir die Fibonacci-Folge mit den Anfangswerten YH0 und YH1. Ja? Denn das hier vorne, YH0 mal Y0, was hat das als ersten Wert? Hier vorne eine 1. Und YH1 mal Y1, was hat das als zweiten Wert? Das zweiten Wert haben wir gerade dieses YH1. Ja, das heißt also, die Summe aus den beiden hat in den ersten beiden Folgegliedern
ist in den ersten beiden Folgengliedern YH0 und YH1. Alle weiteren Folgeglieder sind automatisch festgelegt. Das heißt also, wenn das hier eine Fibonacci-Folge ist, dann bleibt mir gar nichts anderes über. Es muss die Fibonacci-Folge sein, die ich hier vorne auch ausgerechnet habe. Das heißt also, ich kann mir sowas wie eine Basis definieren im Vektorraum aller Folgen und ich kann jede Lösung dieser Fibonacci-Folge oder auch allgemein jeder dieser Differenzenfolgen hier oben, die kann ich darstellen als Linearkombination dieser Basisfolgen. Ja, und das ist eine entscheidende Idee, die wir nachher nutzen werden. Wir werden nämlich einfach eine Basis dieses Raumes, der diese Gleichungen Summe j gleich 0 bis m Alpha j y k plus j gleich 0 erfüllt, die werden wir ausrechnen. Okay, jetzt nehmen wir mal weiter an, das YH0 geht gegen 0 und das YH1 konvergiert auch gegen 0. Ja, das war ja vorhin unsere Annahme. Wir haben so eine Folge von Gittern, IH, und die Anlaufwerte, die konvergieren gegen 0. Der Fehler der Anlaufwerte wird immer kleiner. Und das heißt also, ich gucke mir jetzt mal an meine Folge, die dann daraus aus diesen erfüllt wird. Das ist ja dieses hier, das ist das YH, das ist die Approximation für meine Lösung, die ich dann bekomme. Ja, ich weiß aber, wie die Lösung aussieht. Die Lösung meiner extrem einfachen Differentialgleichung ist y quer gleich 0. Okay, das heißt also, wenn das Ganze konvergent sein soll, dann muss ich untersuchen, wann konvergiert dieses YH hier vorne in der unendlichen Norm gegen 0. Wann ist das gegen eine Nullfolge heißt jetzt hier in dem Fall gegen die Folge, die ausschließlich aus Nullen besteht. Ja, also wann konvergiert der maximale die unendliche Norm von YH, wann konvergiert die gegen 0? Okay, wir wissen, dass YH 0 konvergiert gegen 0, dass YH 1 konvergiert gegen 0. Wenn dieses Y0 hier vorne in der Größe beschränkt ist und das Y1 hier vorne auch in der Größe beschränkt ist, wenn das kleiner gleich C ist, das kleiner gleich C, das hier vorne gegen 0 geht, das gegen 0 geht, dann geht auch tatsächlich das YH gegen 0 und zwar in der unendlichen Norm. Wenn das nicht beschränkt ist, dann finde ich immer sofort H's und Anfangswerte, sodass das Ganze nicht gegen 0 geht. Okay, das heißt also, wir haben Konvergenz. Das heißt also, dieses YH konvergiert in jeder Komponente gegen 0, genau dann, wenn ja diese Folgen Y0 und Y1, die ich hier vorne ausgerechnet habe, wenn die beschränkt sind. Für die Fibonacci-Folge ist das natürlich nicht der Fall. Ja? Also die Fibonacci-Folge wird unendlich groß. Und also insbesondere werden auch dieses Y0 und Y1, beide werden unendlich groß. Wir werden das nachher immer noch ein bisschen genauer untersuchen. Aber wir haben ja auch nicht vor, die Fibonacci-Folge wirklich da einzusetzen. Aber wir können festhalten als Ergebnis, der globale Diskretisierungsfehler, zusammen mit diesem Lemma, was ich vorhin nicht bewiesen habe, der globale Diskretisierungsfehler geht genau dann gegen 0, wenn die Lösungen der Differenzengleichung Summe j gleich 0 bis m Alpha j y k plus j beschränkt sind für alle Anlaufwerte. Ja, genau das ist das Ergebnis da oben. Wenn diese Lösungen, die wir da haben, y0 und y1, und aus denen können wir alle Lösungen der Differenzengleichung erzeugen, wenn die beschränkt sind, dann haben wir tatsächlich Konvergenz. Okay. Das heißt, wir sammeln nochmal. Was müssen wir jetzt zeigen? Wir untersuchen diese Gleichung hier vorne. Und das sollte auch eine Gleichung sein. Entschuldigung. Gleich 0. Wir untersuchen diese Gleichung. Wir untersuchen die Lösungen dieser Gleichung. Das heißt, wir untersuchen die Folgen, die diese Gleichung hier vorne erfüllen. Wenn alle diese Lösungen beschränkt sind, dann gilt tatsächlich, dass die durch die Anlaufwerte, wenn die beschränkt sind durch die Anlaufwerte, dann ist das tatsächlich der globale Diskretisierungsfehler. Dann geht auch der globale Diskretisierungsfehler gegen 0. Entschuldigung, das haben wir hier vorne gerade gesehen. Das heißt, also, was werden wir tun? Wir werden uns einfach eine Basis der Lösungen beschaffen, werden untersuchen, wann diese Basis beschränkt ist. Und genau wie hier oben bei den Fibonacci-Zahlen und bei den Fibonacci-Folgen können wir dann folgern, dass der globale Diskretisierungsfehler gegen 0 geht.
Das heißt also, das nächste Kapitel wird natürlich sein Differenzengleichungen und wir werden uns angucken, wie die Lösungen dieser Gleichung hier vorne aussehen.